Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir machen heute ein bisschen Backtracking. Und genau hier wollte ich hin. So, wir waren ja in Kavak Yaku. Wir gehen erstmal hier hin. In das Grab zurück. Wenn wir das jetzt mal schnell finden. Und da oben ist der letzte Sack. Geht auch. So, die Herausforderung ist erledigt. Wir haben jetzt natürlich unglaublich viele Pfeile verschwendet. Wir sind im Kreis gelaufen hier. Weil, wenn ihr euch recht entsinnen könnt, in der Krypta, die wir hier irgendwo noch haben, ist noch ein geheimes Lager. Aber hier unten ist auch noch was. Und das Dokument möchte ich gerne haben, wenn wir das finden. Muss ja irgendwo hier sein. In dem Grab. Müssen wir völlig übersehen haben. Also es kann natürlich auch sein, dass wir völlig vorbeigelaufen sind. Aber es müsste hier genau hier sein. Genau hier. Ist es unterhalb? Muss ja irgendwo hier sein. Das zeigt halt nie an, ne? Aber diese andere Dinge hat es doch auch angezeigt. Muss hinter uns sein, das Dokument. Ich will halt jetzt hier auch nicht ewig rumgeistern und. Vielleicht gibt es im Gerichtssaal einen Ausgang. Ja. Also die Natur ist da richtig episch, ne? Weil hier ist ja gar nichts. Ein Dokument unterhalb, also unter Wasser, wird es ja auch nie sein. Warte mal, ich habe eine Idee. Sonst nichts weiter. Es wird bestimmt oben sein, irgendwie. Also müssen wir jetzt durch das ganze Grab zurückgehen. Oben lang. Thank you.
seht euch. Hier muss irgendwo das Dokument sein. Die Frage ist nur wo. Ich glaube nicht, dass ich hier rauskomme. Irgendwie muss sie ja rauskommen. Ja. Und in jenem Moment, als die Götter zufrieden waren, weil Metnal seine Frau nicht getötet hatte, landete ein Pelikan zu Füßen des Beschuldigten. Alle Anwesenden verstummten. Dies war ein Meeresvogel, der noch nie so weit im Landesinneren gesehen wurde. Die Vertreter der Götter beschlossen abzuwarten, was der Vogel tun würde. Er umkreiste Metnal, schlug mit seinen Flügeln und quakte leise, ehe er seinen Schnabel öffnete und einen halbgefressenen Fisch vor Metnals Füße warf. Dies war für alle ein Zeichen von Metnals Schuld und er wurde hingerichtet. Mhm. Gut, da haben wir es. Das muss man aber auch erstmal sehen, ne? So, jetzt können wir nämlich auch zurückgehen. Ich hatte euch ja schon mal gesagt, dass Rise of the Tomb, Shadow of the Tomb Raider ein bisschen epischer ist als Rise of the Tomb Raider. Und es wird auch ein bisschen länger dauern, glaube ich. Also es wird ein bisschen umfangreicher werden. Uiuiui, nicht runterfallen bitte. Nicht runterfallen. Weil das hier ist alles noch so ein bisschen easy. Aber wie gesagt, das wird noch lustig. So, da haben wir jetzt wegen dem einen Dokument sind wir jetzt hier lang gelaufen. Ist doch crazy, oder? Was man alles macht. Ich werde jetzt hier auch nie alles einsammeln, weil ich glaube, das würde wieder ein bisschen zu lange dauern. Ich möchte noch die Inne Krypta machen. Und hier ist noch so ein Monolith. Da gehen wir auch nochmal hin. Denn den Monolith können wir vielleicht sogar jetzt schon lesen, aber ich bin mir nicht sicher, weil wir haben ja jetzt einen Monolithen der Stufe 2 freigeschalten, ne? Da gucken wir mal, ob das so ein Monolith ist, den wir da haben.
Könnt mir auch übrigens gerne mal in die Kommentare schreiben. Mach mal wieder die Karte auf, danke. So, drin ist auch noch ein Relikt. Und hier ist auch noch sowas. Das zeigt es aber auch nicht an, ne? Naja. Nein, darunter kommen wir glaube ich nie. Ja, hier liegt tatsächlich was. 6. Juni. Vater zeigt sich uns gegenüber enthusiastischer denn je, aber ich habe Zweifel. Einmal habe ich mitten in der Nacht beobachtet, wie das Weiß seiner Augen das Mondlicht widerspiegelte und sein leerer Blick auf den Stern ruhte. Hätte er mir nicht früher all diese Geschichten über den Amazonas erzählt, würde ich sagen, dieser Blick war voller Bedauern, wenn nicht sogar Trauer gewesen. Aber vielleicht stören ihn ja auch nur die Insekten, die immer wieder einen Weg durch unsere Moskitonetze finden. Keine Ahnung. Kann man jetzt viel interpretieren. So, und da unten ist eine Gruft. Und diese Gruft würde ich gerne heute mal schauen, ob wir die finden. So, erstmal hier rüber. Und Porfische. Noch so eine Pilgertasche. Sind wir wieder wo ganz anders. Okay. Halt. Es muss ja irgendwo hier hinten sein. Da ist ein Überlebensversteck. Ich sehe es. Okay, jetzt haben wir das, aber das nicht. Mal können wir hier hoch. Nein! Scheiße! Oh, Gott sei Dank sind wir nicht gestorben.
Wenn wir jetzt auf tödliche Obsession gespielt hätten, hätten wir jetzt alles nochmal machen können. Oh, 5-mal Erz. Na? Ah, okay, hier ist das Überlebensversteck. So, hier will ich rein. Okay, seht ihr, das zeigt sie wiederum an, die Krypta. Und rein hier. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Hier ruht Rawley Rimmel, ein Freund. 1925. Da steht noch mehr. Alles ist wieder sehr dunkel hier. Hier war seit Jahren keiner mehr. Möge Rimac die erste Stimme sein, die wir in der jenseitigen Welt hören. Und mögen ihre Geschichten uns Trost spenden. Räder sind fallen. Dieser deformierte Schädel ist flacher und länger als gewöhnlich. Obwohl einige Leute darin den Beweis sehen, dass die Inka Kontakt mit Außerirdischen hatten, ist das Ganze vermutlich eher das Resultat einer Kopfbandagierung, einer menschlichen Deformierungspraxis, die älter ist als unsere Geschichtsschreibung. Er weist außerdem Spuren einer Trepanation auf, einer medizinischen Prozedur, bei der ein Loch in den Schädel gebohrt wird. Wo kommen wir hier eigentlich hin?
Anscheinend nicht. Oh, das war eine Falle. Okay. Jetzt müsste ich den Sarkophag erreichen können. Weiterklettern. So, mal sehen, was wir hier drin haben. Oh, 750 Münzen. Der heidnische Herrscher flehte darum, dass sein Leben verschont werde. Er bot der spanischen Krone einen 3x6 Ellen großen Raum voller Gold und das Doppelte an Silber an. In ihrer unendlichen Güte nahm die Krone das Angebot an. Der Freikauf sollte binnen 2 Monaten erfolgen. Doch dem Götzendiener war nicht zu trauen. Als die verfluchten Pläne für einen Überraschungsangriff seines Generals ans Licht kamen, fiel Atahualpa auf die Knie und flehte um Gnade. Wie es das Recht eines jeden Mannes im Spanischen Reich war, sollte in einem ordentlichen Prozess über sein Schicksal entschieden werden. Er wurde für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Vor seiner Hinrichtung jedoch bekannte er sich zum Herrn und wird deshalb im Himmel willkommen sein. Auszug aus »Ein objektiver Bericht über Pizarro in Peru« von Ocho Archivis. Interessant. Aber sehen tue ich ja trotzdem nicht. Und die macht halt auch keine Lampe an, ne?
Oder komme ich von hier oben gar nicht raus? Das kann natürlich auch sein. Scheinbar nicht. Also müssen wir denselben Weg wieder zurückgehen. Aber das ist natürlich ein leichter Weg, ne? So geht's auch. Schnell nach unten. Da könntest du sogar recht haben, Lara. Ist halt sehr düster, ne? Halt, hier ist noch wieder Holz, oder? Nee. So, jetzt gehen wir mal zu diesem Monolithen, den wir erstmal noch nicht so lesen konnten. So, hier ist nämlich auch ein Relikt. Kann man auch noch mitnehmen. Auch nicht gesehen. Zinnober wurde im Altertum zur Herstellung helloranger Farbtöne für Keramiken, Wandbilder, Tätowierungen oder religiöse Zeremonien genutzt. Das ja, beschreibt halt. Etwas in der Nähe. Jetzt können wir es lesen. Bewachen Leben und Tod. Okay. Liege gefangen in ihrem ewigen Kampf. Na, hier sind die Schlangen. Endlich. Sowas gibt es also auch wieder. Also ich muss ja hier wirklich völlig vorbeigelaufen sein, ne? Die Waffe, zu der diese Griffe einst gehörten, ist in der Feuchtigkeit des Dschungels verrostet und zerfallen. Da ist etwas eingraviert. Es ist kaum zu entziffern.
Denn die will doch bestimmt das hier. Es gehört diesen Fawcett, von dem wir schon mehrmals was gelesen haben. Ja, ich habe jetzt keine Zeit und auch keine Lust, hier jetzt stundenlang hier nach diesem Hinweis da zu suchen, muss ich sagen. Ja, hier ist eine Truhe, ne? Ich meine, wegen den ganzen Münzverstecken oder Überlebensverstecken muss ich jetzt hier, glaube ich, nicht Backtracking machen. Hier ist noch was. Was ist das hier? Ein Händler. Ach so, das ist ja Kovaliaku, ne? Gut, wir haben jetzt erstmal das Wichtige gemacht hier, diese Überlebensverstecke. Die machen wir heute nie. Was wir jetzt noch machen, ist diese Kiste hier zu holen, diese Schatztruhe. Die machen wir auf alle Fälle noch. Wie gesagt, ja, die Folge hier ist ein bisschen länger heute. Ich denke mal, das ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn die Folge ein bisschen länger ist. Eine Kamera der X700-Serie. Sam hatte so eine und ich war unglaublich neidisch. Sie ist genau das Richtige für eine Expedition auf der Suche nach vergessenen Monumenten oder Zivilisationen. Außerdem beweist sie, dass jemand nach den 80er Jahren hier war. Selbst wenn die Moderne über sie spottet, können manche Legenden die Menschen immer noch inspirieren. Das Objektiv hat einen Sprung. Es sieht fast so aus, als wäre es von irgendeinem Projektil getroffen worden. Schon wieder ein schon deinen Fähigkeitenpunkt. Jetzt sind wir wieder hier.
Wo hier unten muss es sein. Sag mir nicht, dass das jetzt die Kiste war. Nee. Irgendwo hier sein. Hier unten drunter muss die sein. Stimmt, dass das hier immer so rumpiept. Vielleicht. Hinten. Also ich weiß jetzt nicht, wo diese blöde Schatztruhe ist hier. Geh jetzt mal hier runter. Okay. Also da ist eine Höhle, glaube ich, gewesen. Mal gucken, ob wir da rein.
reinhüpfen können. Ansonsten gehen wir dann jetzt. Nee. Ach, ich weiß es jetzt auch nicht, wo die Kiste ist. Wenn ihr das wisst, dann könnt ihr mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Und vor allem, was hier immer so rumgibt. Ein Sender wird es ja nicht sein. So, wir gehen jetzt zurück. Wir haben jetzt ein bisschen Backtracking gemacht. Gucken wir jetzt mal. Wir können noch eine Fähigkeit machen. So. Inventar. So, auch nach Kuwakyaku, ne? So, hier machen wir dann nämlich in der nächsten Folge weiter. Backtracking sollte erstmal ausreichend sein oder genügend sein. Ich werde jetzt auch nicht alles sammeln, weil, wie gesagt, muss ja halt nie sein, ne? In der nächsten Folge machen wir mit der Hauptstory, also nicht mit der Hauptstory direkt weiter, aber wir gucken uns in Kuwakyaku ein bisschen um. Schauen da, was uns, ja, was wir da finden. Und ob wir hier vielleicht auch ein paar Nebenquests machen können. Oder irgendwas suchen müssen. Werden wir einmal mal schauen. Danke auf alle Fälle fürs Einschalten. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vielleicht auch ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Hier zu Shadow of the Tomb Raider. Vielen Dank fürs Einschalten.